Die am 12. November 1918 neu gegründete Republik Deutsch-Österreich hat gleich bei ihrer Ausrufung zwei große Ziele festgelegt. Erstens den Anschluss an Deutschland. Man wollte also ein Teil von Deutschland sein. Das zweite große Ziel war, die deutschsprachigen Gebiete der ehemaligen Monarchie weiterhin in der Republik zu halten. Dies waren zum Beispiel Gebiete in Südtirol, natürlich auch Gebiete in der Untersteiermark, große Gebiete im Sudetenland, im heutigen Tschechien und auch Teile von Ungarn an der österreich-ungarischen Grenze. Das Sudetenland wollte man unbedingt halten, weil dort sehr viele Industriebetriebe angesiedelt waren. Besonders die reichhaltigen Kohlevorkommen waren wichtig, um die Energieversorgung des Landes aufrechthalten zu können. Ungarn erklärte sich bereits 1918 für unabhängig. Für Österreich waren die ungarischen Gebiete besonders wichtig, weil sie die Kornkammer des Landes waren. Durch den Verlust der ungarischen Gebiete kam es schon bald zu einer Nahrungsmittelknappheit. Besonders Wien war davon betroffen. Ob diese Forderungen jedoch auch zustande kamen, hing nicht direkt von Österreich ab. Österreich war ja ein Kriegsverlierer aus dem Ersten Weltkrieg und musste daher in Friedensverhandlungen mit den Siegermächten treten. Diese Friedensverhandlungen fanden in Saint-Germain in Frankreich statt. Auf diesem Bild siehst du, wie Karl Renner die Forderungen von Österreich den Delegierten vorstellt. Nach dem Abschluss der Friedensverhandlungen war es Gewissheit. Die geforderten Gebietsansprüche wurden nicht berücksichtigt. Das Sudetenland wurde der Tschechoslowakischen Republik zugesprochen. Südtirol kam zu Italien. Und die Untersteiermark fiel an Jugoslawien. Auch die Zugehörigkeit von Kärnten war ungewiss. Aber die Kärntner Bevölkerung wehrte sich und erzwang schließlich eine Volksabstimmung am 10. Oktober 1920. Bei dieser Abstimmung gab es schließlich eine Mehrheit von 59% der Stimmen für einen Verbleib Kärntens bei Österreich. Und auch das Burgenland, vormals das deutschsprachige Westungarn, wird ab 1921 Teil von Österreich. Weitere Beschlüsse des Friedensvertrages waren: Der Anschluss an Deutschland wurde endgültig verboten. Die Bezeichnung Deutsch-Österreich wurde aufgehoben. Der neue Name lautet Republik Österreich. Und die Verpflichtungen der österreichisch-ungarischen Monarchie musste Österreich übernehmen. Das heißt enorme Staatsschulden und Reparationszahlungen an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Am Ende gibt es wieder etwas für Wissenshungrige. Die österreichische Staatsflagge wird seit 1918 in der Form verwendet, wie wir sie auch heute kennen. Das Bundeswappen wurde 1920 eingeführt. Die Farben Rot-Weiß-Rot gehen zurück auf die Wappen der Babenberger und der österreichischen Linie der Habsburger.